Ein typischer Morgen für Heike Holbein. Bevor Nachtarbeiter Wolfgang mittags Augen und Bücher aufschlägt, nutzt die 59-Jährige die Zeit mit ihren Vierbeinern. Immer wenn man mal nicht kuschelt. Schluss mit Möpse streicheln. Holbein-Manager Dieter erscheint ungeplant. Ah, der Dieter schon wieder. Hallo, grüß dich. Rausgucken. Na? Na? Haben wir sonst wohl schon geguckt, wenn er reinkommt. Sorry, ich bin etwas in Eile. Aha. Ich habe gerade eine Nachricht vom Verlag bekommen. Die wollen den alten Vampirroman von ihm, von deinem Mann, jetzt ganz schnell bringen. Aha. Den ich da angeboten habe. Ja, der schrift aber noch. Ich weiß, aber meinst du, ich kann nicht mal ausnahmsweise immer eine kurze Frage stellen? Du kannst bin ich gleich machen. Wieder weg. Ich gehe nicht rein. Das ist jetzt schon verdammt gefährlich, da vor 11 hochzugehen und Wolfgang da hochzuschrecken mit so einer Nachricht. Ich hoffe, dass er mir das verzeihen wird. Wir sind ja Freunde. Aber ob wir es danach noch sind, ich weiß es nicht. Ich bin morgens immer müde, aber abends werde ich wach. Wolfgang? Hallo? Sorry, dass ich störe um die Zeit. Ja, ich weiß. Wir haben ein Problem. Ich mache dir auch sofort einen Kaffee. Das geht um den Vampirroman. Erinnerst du dich, den du vor ca. 20 Jahren geschrieben hast? Von all meinen Manuskripten gibt es Sicherheitskopien bei meinem Agenten, fragt den. Ja, habe ich schon gefragt. Ach, sag mal, bist du Wahnsinn? Das ist ja vorsätzlich. Ja, ich weiß. Das ist jetzt kein schlechter Scherz. Nee, das ist kein schlechter Scherz. Ja, ich meine die Uhrzeit. Auch die Uhrzeit, weder noch das eine noch das andere. Also die Nachricht ist super, dass wir das ganz schnell rausbringen können. Die haben vorzugezogen, den Termin. Langsam, aber wir müssen halt, dass wir uns... Vampirroman, vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, genau. Über den wir mal gesprochen haben, vor 2 Jahren. Ja. Erinnerst du dich? Wo ich nicht mehr weiß, wo das Manuskript ist. Ah, nee. Das war das Ding? Das war das. Unveröffentlichte Manuskripte gibt es eigentlich so gut wie keine. Das ist ja das Problem. Sonst hätte ich irgendwo eine Kiste oder einen Schrank, wo die drin liegen. Ich habe das große Glück, dass fast alles, was ich geschrieben habe, auch einen Abnehmer gefunden hat. Kann ich schon mal alleine irgendwo suchen gehen? Dann? Ach, lass dir von Heike einen Eimer Kaffee machen. Ich komme in ungefähr 3 Stunden. Ja gut, wenn aus den 3 Stunden 3 Minuten werden, wäre ich noch glücklicher. Aber ich fange schon mal an zu suchen, ne? Schmeiß mal die Kaffeemaschine. Mach ich. Bis gleich. Also wenn Dieter wirklich um diese Uhrzeit freiwillig hierher kommt und mich weckt, dann hoffe ich für ihn, dass es wichtig ist. Und denke später darüber nach, was ich davon halte. Auf den Eimer, der gleich folgt. Ach, du bist das? Ja, ich bin das. Ich dachte, das wäre ein Traum. Ja, mit ganz viel Glück ist er hier im Schrank, aber wirklich mit ganz viel Glück. Nix, ne? Nee, das ist er nicht. Die Grünen benutze ich erst seit 2 Jahren. Ich bin noch nicht ganz wach. Ja, klar. Es kann halt alles so einfach sein. Ist es oder aber nicht. Es kann halt alles so einfach sein. Ist es oder aber nicht. Es kann halt alles so einfach sein. Ist es oder aber nicht. Es kann halt alles so einfach sein. Ja, da fragt man sich doch wirklich, wofür man einen Agenten hat, wenn er nicht mal weiß, wo ein 20 Jahre altes Manuskript ist. Ratlosigkeit. Der Verlag erwartet den nächsten Holbein-Bestseller sofort. Doch ohne Text kein Buch. Dafür taucht Tochter Rebecca mit Sohn Marvin auf. Morgen. Sollen wir mal einkaufen, Nora? Ja, können wir machen. Mein Zettelchen ist auch schon fertig, soweit so gut. Ja, komm. Nee, so schnell geht das nicht. Hallo Rebecca, grüß dich. Wir sind gerade ein bisschen im Stress. Ich habe auch noch eine Mitteilung gerade vom Vertriebsleiter bekommen. Wir brauchen es wirklich dringend. Wir suchen ein Manuskript. Das ist ein altes Manuskript, das dein Vater vor 20 Jahren geschrieben hat. Aber das ist doch nicht mein Problem. Nee, aber vielleicht weißt du, kennst dich ja hier auch aus. Mein Problem ist, dass ich mit ihr einkaufen muss. Ja. Das können wir alle tauschen. Es wird dein Problem, wenn das Honorar fehlt und ich deine Stromrechnung nicht mehr zahlen kann. Okay, wo könnte das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte doch früher mein Büro oben unterm Dach. Ach ja, richtig. Das ist doch jetzt ein Chaos. Oh ja, oben unterm Dach. Lass uns in deiner schmutzigen Vergangenheit leben. Ja, du findest vielleicht noch was mit meiner schmutzigen Vergangenheit rede ich gerade. Das Gespräch, das weißt du gar nicht. Ich finde das sehr spannend, in den alten Sachen meiner Eltern zu wühlen, weil die erzählen nicht so viel. Man muss immer suchen, wenn man was wissen will. Alte Fotoalben, Briefe, Tagebücher, Pornos? Habt ihr nicht gemacht, ne? Also geht's im Gänsemarsch die Treppe rauf, direkt ins Allerheiligste des Fantasymeisters. Zwischen Gerümpel aus 40 Jahren Familienleben hat Wolfgang hier unzählige 10 Soldaten aufmarschieren lassen.
Ich hab euch gewarnt, das ist ein Dachboden und so sieht's hier eben auch aus. Verwunschene Schätze aus dem Holbein-Universum. Hier im Oberstübchen fanden sie ihre letzte Ruhestätte. Wenn du deine Armee da abkommandieren könntest, könnte man da in der Ecke auch suchen, wo passende Kram ist. Eine fast aussichtslose Suche im Elfenbeinturm. Dann ein Hoffnungsschimmer. Das sieht gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Das Ungeheuer war schnell. Trotz seiner enormen Größe ist es nicht das Manuskript, das wir suchen. Doch Rebecca findet verdächtiges Material. Wer ist denn Angelique? Angelique? Angelique. Wolfgang, wer ist Angelique? Wer ist Angelique? Wolfgang, ich muss mal mit dir reden. Tja, Wolfgang, erwischt doch. Ja, Angelique, wer bist du denn? Ich stehe im Feuer deiner Augen. Ich verbrenne immer Licht. Alte Videokassette, ich glaube, da gab es mal irgendeine Filmserie. Angelique 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Aber da wir ja auch nicht mal mehr einen Videorekorder haben, es gibt ja eigentlich keine mehr, kann man mich damit nicht mehr erpressen. Ein unvollständiger Holbein. Das ist ein unvollendeter, davon gibt es viele. Ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie das Manuskript aussah. Nämlich in so einer kleinen Kladde, aber ich sehe nichts in der Richtung. Marvin dagegen hat seinen Schatz schon gefunden. Oma, den will ich haben. Oh. Den möchte ich haben. Den möchte ich haben. Das heißt, ja, du hast uns ja so das heißt, geehrte Großmutter, könnten Sie vielleicht in Betracht ziehen, eurem unwürdigen Enkel diese wunderschöne Figur leihweise zu überlassen? Okay, Oma kriegt das Ding. Ja, ja, ist okay. Also man muss sagen, so, dein Sohn hat Geschmack. Ich finde den schön. Bam, die darfst du behalten. Dir. Oma hat ja und du weißt ja, was man geschenkt bekommt. Und was Oma sagt, das gilt. So, und was Oma sagt, das gilt. Ja. Rebecca, beherrsch dich. Ich finde noch hässlichere Sachen. Wenn ich liebe,